Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Amnesia Machine for Pigs. Okay, letzte Folge haben wir etwas gebraucht, um diese Tür aufzukriegen, aufzuätzen. Aber jetzt steht uns der Weg frei und wir können hier reingehen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hallo? Außer ein paar Ruckler. Down here, Daddy. Faster, faster. Okay. Tief in den Eingeweiden der Maschine finden wir uns. Hier, wo die Leiter runter, oder was? Okay. Runterspringen, ihr wahnsinnig, Kinder. Das könnt ihr mit dem alten Herrn noch nicht machen hier. Das Loch reinschmeißen. Diese undichte Welt. Und die Rhododendren scheinen den Garten bei der Mauer zu übernehmen. Ich könnte sie für dich ausgraben. Nein, 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 raus mit dir. Raus mit dir aus diesem Haus. Lass sie in Ruhe. What the hell? All diese kleinen Gärtner. Okay. Immerhin ein sanfter Sturz. Was ist das denn hier? Alles so glitschig. Okay, es geht nach links und nach rechts. Keine Ahnung. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Die gefluteten Tunnel. Mein mysteriöser Freund hatte recht. Die Tunnel stehen tatsächlich unter Wasser. Um meinen Abstieg fortsetzen zu können, muss ich die hiesigen Schleusenpumpen finden und den Wasserstand senken. Der Gestank ist schier unerträglich und lässt mich würgen. Aber warum sollte der Saboteur die Tunnel fluten? Was er sich wohl davon versprochen hat? Okay, wir müssen die Schleusepumpen finden. Alles klar. Lecker, lecker, schmecker, Fäkalien. Ah ja. Ja. Das ist schon zum Leben erwacht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo Schleusentor 1, okay. Können wir aber gar nichts machen. Auf jeden Fall. Da drin sollte man nicht mehr baden gehen. Das kann böse enden. Und das ist Schleusentor 2, wie ich mir schon fast gedacht habe. Die Dinger müssen wir öffnen, oder was? Ist nicht so ganz klar. Was haben wir denn hier drin? Oh ne, nicht schon wieder.
Okay, ich laufe erstmal. Lass mich bitte in Ruhe. Ich will nur die Scheißpumpen öffnen. Was ist denn eigentlich hier drüben? Ah. 22. Oktober 1899. Nach vollzogener Ausblutung muss das Produkt vor dem Aufhängen und Ausweiden natürlich noch abgekocht, enthaart und abgeschabt werden. Zu diesem Zweck wird es durch den Dampfbehälter geführt. Dieser wird durch die Weiterleitung überschüssiger Hochdruckluft der Motoren über den Boiler und eine Reihe großer Kupferrohre in eine Steinkammer direkt unter dem Arbeitshaus bei konstanter Temperatur gehalten. Im Zentrum der Maschine befindet sich eine Komponente, die bei konstant niedriger Temperatur gehalten werden muss. Diese Komponente steuert die Verarbeitung des Produkts im gesamten System. Darüber hinaus stellt die Kühlung den wichtigsten Aspekt zur Beibehaltung der Produktqualität dar und dies erfordert ebenfalls, dass Hitze aus bestimmten Maschinenteilen abgezogen wird. Demzufolge werden zwei Probleme zu einer einzelnen Lösung kombiniert: die Hitzereduktion in einigen Bereichen und die benötigte erhöhte Hitze in anderen. Steuerfelder ziehen mit Hilfe von vom Boiler geregelten Konvektionsprinzipien Hitze ab und schicken über ein Rohrsystem eiskalte Luft in die eine Richtung und überhitzte Dämpfe in die andere. Ach, sehr schön. Immer wieder wissenswert hier. Da sagt einer, dass Spiele nicht bilden. So ein Quatsch. So. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt hier einfach durchrennen. Ich glaube, der ist links, also gehe ich mal rechts lang. Ah ja. Da wollte ich jetzt aber eigentlich nicht rein. Aber ich muss wohl. Okay, das ist jetzt keine gute Idee gewesen. Ich glaube, die Viecher mögen nicht so Gesellschaft. Alter, ey. Geht schon wieder die Pumpe hier, ne? Ach, apropos Pumpe. 1. August 1899. Mehrere der älteren Formen sind aus ihrem Eindämmungsbereich ausgebrochen und in die Kanalisation entkommen. Sie erinnern mich an meine eigenen Grenzen. Hier ist nicht Chelm und ich bin kein Eligahu. Zumindest noch nicht ganz. Die Hitze, die durch das geöffnete Halten des Zugangs dazwischen erzeugt wird, ist daran schuld. Wir können sie nicht einfach mit Kühlmitteln umgeben wie im Zentrum, wo der Zugang ist. Die späteren Versionen sind durch die Gefriertemperaturen dieser Türme in Sicherheit. Hier oben aber, wo die Luft heiß und übelriechend ist, überhitzen sie leicht und ihre Dualität reißt sie in zwei, da der andere Ort aus ihren Zellen und ihren Vitalsplittern fliegt. Sie leben sporadisch in unvorhersehbaren Stößen aus einer Welt in die andere und wieder zurückgerissen. Ein paar Sekunden lang sind sie Kreaturen dieser Welt, dann werden sie fortgerissen und verlieren ihre körperliche Gestalt. Diese ständige Hin- und Hergezerre zwischen den Welten hat sie ziemlich verrückt gemacht. Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werde meine treuen Arbeiter dort nicht mehr hineinlassen. Diese Orte sind unverdammt die Domizile gescheiterter Experimente, Geistern der Angst und der Boshaftigkeit. Na wunderbar, dann sind wir ja genau richtig. Halleluja. Ich bin froh, wenn ich dieses Spiel durchgespielt habe, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Robert, wir sind jetzt schon bei hier unten drin. Und hier müsste irgendwas für die Pumpe sein. Ah ja, ein Rad. Schleusentor 1 und Schleusentor 2. Zwei Lampen jeweils. Ich denke mal, wenn ich das Ding drehe, dann geht hier gleich die Hölle los, oder? Dann los. Telefon, wie ich es doch geahnt habe.
waters open the way to the bilge pumps. We are waiting for you. Jo, ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber ich freue mich auch auf euch. Na? Sag mir jetzt nicht, ich muss hier durchgehen. Ich glaube, ich muss nochmal hier rein. Das ist ein einziges Labyrinth hier. Hallo. Guten Tag. Ja, wo bin ich denn hier? Hä? Jetzt ist das eine Tor auf, ja. Ach, sag mir nicht, ich muss da durch. Boah, ey, Karte hier wäre ich aber auch mal dankbar. Gar nicht auf da, oder? Warum? Schleusentor 1. Sollte doch eigentlich offen sein. Es ist aber nicht offen. Da ist auf alle Fälle noch eine Kurbel. Ein Rad links. Zum Drehen. Können wir jetzt hier nicht irgendwie. Where is the next one? Ich will nicht so viel suchen müssen. Vor allem nicht in dunklen Gängen. Moment. Nee, warte mal. Hä, wie bin ich denn hierher gekommen überhaupt? Alter, ich habe mich jetzt schon gänzlich verirrt. So, dort vorne ist der Dicke gelaufen. Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich wieder. Ach, hier bin ich rein quasi, okay. Wenn ich jetzt hier lang gehe, ist hier eine Sackgasse, genau. Ach, hier bin ich reingekommen, glaube ich. Okay. Dann bin ich hier doch nicht durchgekommen, dann muss hier noch irgendwas sein. Schleusentor 2 und Schleusentor 1. Ah. I see. Und jetzt muss ich wo lang? Ah. Okay. Frag mich doch mal einer, wo ich lang muss. Ich hätte es hier nicht beantworten können. Auf jeden Fall ist hier. Ist das da kein sehr schönes Geräusch? Ich wollte mit den Typen eigentlich nichts mehr zu tun haben, ehrlich gesagt. Aber ich muss wohl. Oh Mann. Schlimm ist, wenn du da rein musst. Okay. Alles easy, ne? So, jetzt haben wir hier Schleusentor 2 quasi. Oh, jetzt verfehlen wir das hier.
Tagebucheintrag. Mendes nach dem Flutlicht. Das war's. Jetzt kann ich diese seltsame Dekontaminationskammer wieder betreten und meinen Weg fortsetzen. Das Wasser wird zurückgedrängt und der Weg zur Bilge freigemacht. Dort kann ich den Rest dieses schmutzigen Stroms zurück in die Themse leiten, wo er hingehört. Und mir so den Weg ins Zentrum der Maschine ebnen. Alright, alles easy. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Kann man die Tür vielleicht auch zumachen? Vielleicht wieder. Das wäre ganz angenehm. So, und das ging jetzt folgendermaßen. So, schon mal nicht. Genau, so, jetzt auf der Hase. Hier drücken. Ab geht die Post, ne? Würde ich sagen. So, das war die Dekontaminationskammer, wie die heißt. Und jetzt. Muss ich noch Folgendes tun? Genau. Jetzt muss ich jetzt hier ausmachen. Okay. Hehe. Ich hoffe, ihr habt mich nicht vermisst. Oh, bitte nicht. Scheiße, ein Horst voller Monstrositäten. Oh Gott, ein ganzer Schwarm dieser verdorbenen Kreaturen. Nicht mein Denken, sondern meine Instinkte haben mich bis hierher gebracht. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwo in diesem feucht-kalten Komplex einen Weg gibt, der noch weiter nach unten führt. Ich werde ihnen nicht in die Gesichter schauen, während sie ihrem finsteren Handwerk nachgehen. Und dennoch sehe ich ihnen beim Schlafen und Essen und Spielen zu. Und sie sind so menschlich, so kindlich. Und ich werde nicht an das Gesehene denken, an die Stühle und die Käfige. Und ich werde nicht daran denken, wie solche Monster geschaffen werden. Nehmt euch mich. Na dann Mahlzeit, ne? Lasst es euch schmecken. Scheiße. Kann man ihn noch weiter beobachten? Ja, wirklich viel sieht man nicht. Ist auch gut so, glaube ich. Hier können wir nicht durch. Das scheint alles verschlossen zu sein. Wichtig, Arbeit zusammen, schlaft rein, eine Verbrüderung wird nicht toleriert, okay. Jetzt haben wir zwei Türen, oder was? Hallo? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Okay. Viel Spaß noch. Holy shit. Ich will gar nicht da reingucken. Na, hast du Spaß? Was machst du so? Wie geht's so? Wieder zwei Türen oder was? Halt.
bin. Ja, keine Ahnung, wo soll ich dann? Da ist. Geh einfach hier lang. Ja. Alter, ey, die Viecher sind sowas von fucked up. Shit. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Weil mir diese Viecher auch sehr rätselhaft sind. Ich weiß nicht genau, wie die entstanden sind und warum. Das habe ich immer noch nicht so ganz kapiert. Auf jeden Fall tun sie mir auch ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Die können ja nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Geräusch. Nee. So, jetzt Opalus. Nach unten. Das scheint ja der einzige Weg zu sein. Hinab in die Finsternis. Oh Mann. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play. Amnesia, a Machine for Pigs. For Pigs.